Leute, was geht schon? Es geht ein gut und ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Heute wird es wieder Zeit für das Battle der ersten Bände. Und ich glaube, das ist sogar Runde 4. Und meine kleine Box wird immer leerer. Seht ihr das? Die war mal super voll. Ich meine, okay, ich muss ein paar neue reintun jetzt demnächst irgendwann, weil ich da ein bisschen rumgeschlammt habe und dann vergessen habe, die neuen ersten Bände, die ich lese, mit reinzutun. Aber das mache ich nachher. Ist ja auch egal. Wir machen wieder 7 Runden natürlich. Wer nicht weiß, worum es hier geht, der kann gerne den ersten, das erste Battle oder das erste Video sehen. Die sind auf meinem Kanal in einer Playlist zusammengefasst. Einfach auf Playlists gehen und dann habt ihr alle 3, die es bisher gab. Und ja, wie gesagt, 7 Runden. Fangen wir direkt an. Das erste Buch für heute ist Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel. Das ist hier. Ich habe mein Bücherregal neu gemacht. Deswegen hoffe ich, dass ich meine Bücher jetzt direkt finde, weil es ist ja immer noch meine Umgewöhnungsphase, ne? Aber das erste Buch ist Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel. Ich glaube, das ist... Ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt. Nö, steht hier nicht. Auf jeden Fall Krone der Dunkelheit, erste Band. Gegen... Vicious von V.E. Schwab. Eine Sekunde. Hier ist das Vicious von V.E. Schwab. Der Punkt geht an Krone der Dunkelheit, weil Vicious als Einzelband schon perfekt rumsteht und ich finde nicht, dass der hier eine Reihe anfängt. Also ich finde, wenn man Vicious liest, könnte das halt auch ein Einzelband sein. Deswegen... wohingegen man Krone der Dunkelheit auf keinen Fall als Einzelband lesen kann und der hier halt dazu dient, die Welt zu establishen, die Charaktere zu establishen. Und hier weiß man, okay, es kommt auf jeden Fall noch was, was mit dieser Geschichte zusammenhängt. Wohingegen das hier halt, wie gesagt, auch easy alleine stehen kann, ohne irgendwie was zu verlieren von seiner Gutheit. Das werde ich demnächst auch rereaden, ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann. Und ja, also an sich finde ich dieses Buch besser, glaube ich. Ah, weiß ich nicht, ich mag beide. Ich mag beide. Aber der Punkt geht an Krone der Dunkelheit. Definitiv. So. Zweiter Zug. Dieses Ding und dieses. Der erste Band ist Kirschroter Sommer von Carina Müller. Der ist da unten. Sekunde. Hier ist der. Gegen Rote Königin von Victoria Aveyard. Das ist doch sicher, ja. Hier ist er. Tada! Das hier ist der erste Band der Farbe des Blutes Reihe. Ja. Rote Königin gewinnt. Weil, naja, natürlich setzt das, also ist das ein guter Anfang für die Geschichte, aber es ist schlussendlich nur eine Dilogie, in der halt alles auf Missverständnissen beruht. Und versteht mich nicht falsch, das hat 5 Sterne bekommen. Ich liebe das und ich werde es auch irgendwann mal nochmal lesen. Aber das hier ist erstens leichter zu schreiben und auch wenn das hier auf sehr vielen Tropes basiert und sehr viele Dinge macht, die andere Bücher vor ihm schon gemacht haben, setzt das, establisht das hier trotzdem den Anfang von etwas. Man weiß, okay, wir arbeiten hier auf einen Krieg zu, wir wissen, wer die Bösen sind und so weiter. Also Punkt geht auf jeden Fall an Rote Königin, auch wenn ich Kirschroter Sommer an sich auch mag. Also, ne, aber... wir wissen ganz genau, warum Rote Königin gewinnt. Wobei ich auch finde, dass Contemporary erste Bände es irgendwie schwerer haben gegenüber High-Fantasy-Sachen. Wobei manche sagen, Rote Königin ist eine Dystopie. Und ich weiß nicht, irgendwie glaube ich das auch, so eine Fantasy-Dystopie. Weil ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe oder ob ich das gehört habe oder so, aber irgendwer meinte, dass es früher normale Menschen da gab und dass die halt sich weiterentwickelt haben zu diesen silbernen Leuten. Und ich glaube, das könnte eine Dystopie sein. Naja, worauf ich hinaus wollte, war, dass ich finde, dass es dadurch, dass es schwerer ist, High Fantasy zu schreiben, bin ich netter diesen Bänden gegenüber. Und wenn ich dann halt vergleiche so ein Contemporary damit, dann wird der Punkt wohl eher an die High Fantasy Sachen gehen. Weil ich finde, dass das fairer ist. Hier sind die nächsten beiden. Magic of Blood and Sea von Cassandra Rose Clark.
ist das? Da hinten. Sekunde. Hier ist es. Also das hier sind ja zwei Bände in einem Buch und der erste Teil ist The Assassin's Curse gegen Illumini von J. Christoph und Amy Kaufman? Ich weiß nicht, ich hole es kurz runter. Tada! Ja, also was hier gewinnt, sollte euch allen bewusst sein. Natürlich Illumini. Also es tut mir leid, wenn dieses Video wieder so kurz wird, aber das ist jetzt ziemlich leicht bisher. Ich mag dieses Bind-Up nicht besonders. Ich finde, es hatte eine Menge Probleme. Nicht alles. Ich weiß nicht, ich fand irgendwie dieses Buch war so unnötig. Es ist so viel passiert, was eigentlich gar nicht passieren hätte müssen. Also stehe ich hier sowieso nicht so positiv dem Ganzen entgegen. Wohingegen Illumine halt eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Und es ist neu, es ist aufregend. Die Geschichte ist einfach cool. Der Bösewicht ist super spannend. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich war am Boden zerstört. Das hier zeigt, was noch auf uns zukommt. Und es ist einfach super cool. Wohingegen das hier halt einfach etwas meh war. Die Welt wird nicht so richtig erklärt und deswegen geht der Punkt hundertprozentig an Illumine. Der vierte Zug. Eins und zwei. So, das erste Buch ist Engel der Nacht von Becca Fitzpatrick. Das ist hier. Direkt da, haha. Hier ist das, Engel der Nacht. Der erste Band in der Hush-Hush-Reihe. Gegen Poison Study von Maria V. Snyder. Das steht da hinten, Sekunde. Hier ist es. Auch das hier ist ein super, 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 super leichtes Battle. 5 Sterne gegen 3, also ne, Poison Study gewinnt. Das hier ist so voll in die Twilight-Vene gegangen. Es ist zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen, wo Leute einfach genau das erwartet haben, was sie hier bekommen haben. Und das ist auch absolut nicht schlimm. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich es auch geliebt. Aber rückblickend ist das ja einfach keine Meisterleistung. Es hat eine Menge Tropes, die man heutzutage kennt. Die Charaktere sind so meh. Patch ist ohne Grund einfach. Ja, er hat schon Grund, aber der ist einfach gemein. Und Nora, unsere Protagonistin, hat einfach null Rückgrat. Und das hier ist einfach Twilight mit Engeln. Und Poison Study, es ist nicht so, dass Poison Study keine Tropes benutzt. Aber Poison Study war eins der ersten Bücher, die halt rauskamen, 2005 war das, die diese Tropes benutzt haben. Also das hier ist einer der OGs, einer, der diese Tropes erfunden hat. Und dementsprechend bin ich dem hier auch nicht böse. Dann hat es Velek, es hat eine interessante Geschichte. Es hat Yelena, eine der besten Protagonistinnen der Welt mit dem krassesten Rückgrat auf dem Planeten. Und es ist einfach super spannend, super gut geschrieben und es ist einfach, es ist toll. Es hat einen Transgender-Charakter, also es ist super diverse, es ist einfach, es ist toll und der Punkt geht definitiv an Poison Study. Übrigens der erste Band in den Ixia Chronicles. So, vorletzter Zug, oder? Noch drei Züge. Eins und zwei. Ja, ich muss dringend mal die anderen ersten Bände, die ich seit Beginn dieser Reihe geschrieben habe, da reintun, weil es sind halt echt nicht mehr viele drin. Ich hatte ein Gefühl, dass das heute kommt. Der erste ist Truth Witch von Susan Dennard. Ich greife jetzt einfach mal den deutschen ersten Band. Hier, Zeichen der Wahrheit. Erste Band in den Witchlands rein. Gegen Percy Jackson. Von natürlich Rick Riordan. Sekunde. Hier ist es. Auch wenn Truth Witch eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist, würde ich mich eigentlich nicht schwer damit tun, den Punkt nicht an Truth Witch zu geben. Deswegen geht er, glaube ich, an Percy Jackson. Weil Percy Jackson established die Welt. Percy Jackson sagt, hey, wir haben hier die und die Weissagung. Das kannst du noch erwarten im Rest der Reihe. Wir lernen die Charaktere kennen. Und alles in allem ist es halt ein Kinderbuch und man kommt super schnell durch. Und Truth Witch ist zwar als Buch eins meiner Lieblingsbücher und ich liebe die Reihe und das wisst ihr ja auch, aber ich habe das Gefühl, dass wenn man Truth Witch liest, man als Leser noch nicht so die Ahnung hat, in welche Richtung sich die Geschichte entwickelt. Das kommt erst mit den nächsten Bänden. Weil das hier ist mehr so eine Geschichte von zwei Freundinnen, die versuchen zu überleben. Und die Reihe an sich ist so viel mehr.
Wisst ihr? Und das, finde ich, wird im ersten Teil nicht so super krass deutlich. Und deswegen geht der Punkt an Poison Sunny. An Percy Jackson. Aber ich empfehle natürlich beide, weil was sonst. So, jetzt sind wir beim vorletzten Zug. Wir nehmen den hier und den hier. Achso, Off Fire and Stars von Cold Thirst. Irgendwas Cold Thirst. Audrey Cold Thirst? Ich gucke erstmal nach den nächsten und dann hole ich sie beide zusammen. Tödliche Berührung von Melinda Salisbury. Ich hole mir beide. Hier sind sie. Hier tue ich mich schwer, weil das hier ist schwerer zu schreiben. Das hier hat die coolere Welt. Ihr wisst, wie sehr ich den zweiten Teil, The Sleeping Prince, liebe. Aber dieses Buch an sich hat mich enttäuscht. Und das hier ist halt so 0815 Fantasy und das einzig Besondere daran sind halt die Hauptcharaktere, weil die lesbisch oder bi sind, weiß man nicht. Ich weiß es nicht. Lasst mich überlegen, Freunde. Ich glaube, dass... Wie viele Sterne hat das überhaupt bekommen? 3 oder 4? 3,5? 4? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass sie nur 3 bekommen. Aber ich glaube, ich muss den Punkt trotzdem hier rangeben, weil wir hier schon erfahren, was im zweiten Teil passieren könnte. Das hier hat einfach so eine krass ausgeprägte Lore von dieser Welt, in der das spielt. Die Autorin hat sich so eine Mühe gegeben, eine außergewöhnliche Welt zu kreieren, wohingegen das hier ist, wisst ihr, es ist auf keinen Fall schlecht, aber es ist halt auch nichts Besonderes. Du kannst jedes andere Buch lesen und du kennst das hier. Deswegen ist das hier halt einfach nichts Besonderes und deswegen geht der Punkt an Poison Study. Nicht Poison Study, was ist denn los mit mir? Der Punkt geht an Tödliche Berührung, Goddess of Poison. So, Mann. Und jetzt sind wir beim letzten Zug angelangt und das Video ist echt kurz, also ich weiß nicht. Das erste Video war länger, weil ich mich da so schwer getan habe, die Punkte zu verteilen. Und heutzutage ist es einfach so, das ist besser, das ist besser. Also, ich weiß ja nicht. So, das hier ist Girls of Paper and Fire. Da oben, Sekunde. Von Natasha Nigen. Sekunde. Gegen Prosper Redding. Von, also The Dreadful Tale of Prosper Redding. Von Alexandra Bracken. Wo ist das Buch? Da hinten. Ich geh's holen. Hier haben wir The Dreadful Tale of Prosper Redding. Das ist schwer. Ich mochte den hier lieber. Und bei dem habe ich auch weitergelesen. Und hier bin ich mir immer noch unsicher, ob ich weiterlesen soll. Hier sind die Charaktere halt so dumm. Und machen halt nur Mist den ganzen Tag über. Und hier, die sind süß. Aber ich glaube, das hier erklärt die Welt besser. Deswegen geht der Punkt an Girls of Paper and Fire. Einfach weil hier erklärt wird, okay, das und das ist der Grund, warum wir das und das tun. Hier, das sind unsere Weltanschauungen. Deswegen handeln wir so, wie wir handeln und so. Wohingegen das hier ist einfach... Man wird hier einfach reingeschmissen, so, ja, es gibt Dämonen und so. Und komm mal klar damit, es gibt jetzt neuerdings auch Hexen, aber es wird nicht erklärt, wieso. Wisst ihr, was ich meine? Und mir ist bewusst, dass man in Girls in Paper and Fire viel mehr erklären muss, weil es halt High Fantasy ist. Aber hier haben wir es wieder. High Fantasy gewinnt über Contemporary Paranormal Middle Grade Ding. Deswegen, Punkt geht an Girls in Paper and Fire. Und das war's auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!